sagt, das wird wahrscheinlich auf eine OP am offenen Herzen hinauslaufen. Wie findest du das? Ich habe auch fast mein Leben verloren. Hey, Bruder, du hast Redeverbot. Oh! Hey, Mama, break your bed, Bio-Halal-Basis, ne? Ja, Mann, lass uns Abendessen, Leute. So, Shababs, Tag 4 startet. Wie ihr sehen könnt, sind wir in einem gemütlichen Bauernhaus gelandet. War eine sehr tief entspannte Nacht. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich auch. Und wie ihr sehen könnt, haben wir uns auch jetzt dicker eingepackt. Bisher hat das Wetter immer gut mitgespielt, aber so langsam wird's düster. Denken wir jeden Tag. Jalla, auf geht's. Links! Ich kann nicht schneller. Bruder, was für E-Bike. Ich hab Diesel. Ich bin so unglaublich krass diesen Berg hochgekommen. Aber ich hatte trotzdem noch einen Puls von 145. Selbst das ist anstrengend. Energie geraubt von 10, 20 Kilometer. Locker. Junge. Oh, war das geil oder war das geil? Boah, ich war viel zu schnell. Ich bin zwischendurch 53 gefahren. Und dann kam Moos und sowas. Da gerade war brutal. Ey, sag mal ehrlich, diese Abfahrt war brutal, oder? Ja, das war richtig geil. Ah. Voll auf Adrenalin. Und das ist übrigens der Jens. Ich bin auch dabei. Boah, Leute, was ist das denn hier? Gut, so, da war auch schon mal sowas. Krass, krass, ne? Oder? Was für ein riesiges Netz. Denkt ihr, ist das eine Spinne oder eine Raupe? Raupe. Definitiv Raupe. So, das ist der erste Sticker, den wir hier angebracht haben. Die Leute, die den einscannen als erster natürlich und den Code nochmal eingeben, den wir hier drauf geschrieben haben, der erhält einen Gewinn. Es gibt tolle Gewinne von Schwalbe, Rhino Shield, Sekt Plus und Kohle und Stahl, habe ich mir auch sagen lassen. Ne? Genau. Und es gibt ein Meet and Greet. Und ein Meet and Greet, richtig. Also, wenn du mal wild kochen willst, sollst du auf jeden Fall mal mitmachen. Da hast du vielleicht die Chance, das zu gewinnen. Das zum einen. Und wenn ihr mitmachen wollt, solltet ihr auf jeden Fall Instagram-Stories abchecken, natürlich dafür abonnieren und dann verpasst ihr auch nichts. Wie sagt man so schön, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Und so machen Jens und ich das auch gerade. Kurve, Sand! Sand! Hast du eine Ahnung, wo wir hier sind? Was nimmst du seit Tagen in Massen zu dir? Salbei, Lutschbonbons und Honig und Leinsamen. Ja, Mann. Und wir werden jetzt mal ein bisschen imkern hier. Honig, ne? Ja, Mann. Hi. Ja. Moin, moin. Ja, Anzüge bekommen wir eh nicht sauber zurück. Die werden auf jeden Fall dreckig. Das liegt einmal daran, weil wir regelmäßig angeschissen werden. Angeschissen? Genau, also Bienen kacken im Grunde genommen auch letztendlich. Klar, muss mal gucken, ob du reinpasst. Ja, ja, ich schau mal. Und jetzt machen wir Breaking Bad Bio-Halal-Basis, ne? Ich würde euch grundsätzlich allen empfehlen, die Biene nicht zu provozieren, nicht nach Schlagen, nicht nach Treten, nicht nach Schubsen, was auch immer. Denn ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, für die Biene ist das ein einziger Stich, sie stirbt danach. Ihr werdet einmal gestochen, zweimal, dreimal, 35 Mal, alles kein Problem. Ihr holt euch wieder. Aber die Biene wird den Stachel verlieren. An dem Stachel dran ist die Giftblase, im Grunde genommen wie ein Organ. Und sobald die rausfällt, stirbt die Biene am Organversagen. Früher als kleines Kind, ne, ohne Scheiß, so mit 8 bis 12, glaube ich, das hört sich jetzt etwas cringe an, da hat man Handstand und so Vorwärtsrolle auf der Wiese gegangen. Ja. Und da waren auch immer so Bienen. Und dann habe ich ja immer so als kleiner Junge so angequetscht, bis sie tot waren.
Und ich schwöre es euch, heute bereue ich das, dass ich das gemacht habe. Weil, wenn ich jetzt mit meiner Tochter und meinen Kindern unterwegs bin, ich sehe diese Bienen nicht mehr. Hey Philipp, was ist deine Superkraft? Ich komme nicht dran. So Jungs, wollen wir mal gucken, wer Macher und wer Kacker ist. Absolut. Wir sind Team Kacker. Wie lange lebt eine Biene? Ja, die Biene selbst 30 bis 40 Tage. Und die Königin auch. Die lebt 5 bis 6 Jahre, wenn sie gut drauf ist. Ich habe eine auf dem Schuh, die könnte ich in den Schuh reinstechen, oder? So, könnte sie. Also ich würde sie empfehlen, einfach mit dem Handschuh runterzuschöpfen. Lass mal rangehen, was? Ja, ich bin ja gespannt, was hier passiert, meine Freunde. Ist das da die Königin, diese riesige? Nee, das ist tatsächlich eine Wespe, die wollen wir hier nicht haben. Die wollen den Honig natürlich haben, da süßer, die wollen natürlich jetzt dann... Guck mal, die greift sie direkt an, guck mal, die verteidigt sie. Nils, wir sind ja die Halal Angels, ja, in einer guten Mission unterwegs. Und natürlich auch hier Bio Breaking Bad. Ich würde gern so eine Barbe rausholen. Ja, gern. Ich gebe dir die einfach mal. Machen, ja. Halt die ein bisschen schön hier rüber. Und hier ist jetzt Honig drin? Nee, leider nicht. Hier ist, wo alles ist dein Honig? Du hast doch mit der Bienen kein Honig. Wo ist dein Honig? Und seht ihr das? Oh, geil. Darf ich mit Finger so machen? Wir nehmen gleich mal eine Wabe mit nach vorne, wenn wir die Haube abmachen. Ich habe ja schon einen Löffel vorbereitet, dann könnt ihr das mal direkt daraus essen. Schreibt euch mal alle gerne einen Löffel. Also von oben nach unten? Genau, dann könnt ihr von unten nach oben streichen. Vorsichtig, nicht allzu möglich, nicht mit viel Druck. Mmh. Schmeckt das irgendwie anders als aus dem Glas? Ja. 100%. Das im Glas, was wir bekommen, ist nicht immer 100%. Kommt drauf an, von wem. Kommt drauf an, von wem. Sehr süß. Ja. Prozess, warum das... Schmeckt nach Honig und richtig geil. Wie schmeckt der Honig? Honig? Du hast mich immer wieder. Boah, da sieht man schon, wie der Honig drippt. Mm. Schmeckt echt sehr, sehr gut. So, wir waren gerade bei den Imker Nils. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe da wirklich noch jede Menge Fragen. Aber die werde ich mal in einem extra Vlog nachholen. Und jetzt fahren wir Richtung Steinhuder Meer und wir sehen uns dort. Pinkelpause! Aber da kommt der Bulli, oder? So Friends, wir sind jetzt hier am Hafen von Steinhuder Meer angekommen. Unser Gepäck ist schon verfrachtet. Der Skipper-Schiff ist startklar. Wir springen jetzt auf die Boote und treffen uns nochmal auf der Insel. Ich freue mich tierisch, Mann. Ich auch. Aber jetzt kann ich den Helm abnehmen, ne? Ich glaube schon. Oder beim Abstieg hier. Ach, das ist Land. Ich dachte, das ist Wasser. Felix hier und wir alle da. Aber der Charo vergisst, dass wir zwei im selben Boot sitzen. Eine lange Überfahrt, wa? Ja. Aber da ist die Insel. Da ist sie. Also in der wilden Nacht, wilde zwei Nächte, da könnte ich noch gepasst sein. Wir sind heil angekommen. Jetzt geht's weiter. So, hier sind unsere Sachen, unser ganzes Equipment. Das laden wir jetzt erstmal aus. Wir haben jetzt ca. 8:45. Wir sind sehr, 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 sehr müde. Die Strecke bergauf, bergunter hat uns geschlaucht, den Tristan so richtig. Und wir sind jetzt hier am Steinhuder Meer, Steinhuder Festungsinsel. Und die Euphorie hat uns jetzt dermaßen gepackt, dass wir jetzt nochmal alle richtig aufgedreht sind. Wie fühlst du dich? Bruder, für Spendenaktion super. Komm, wie viel soll ich machen? Er ist soweit.
Oder falls was passiert. Ich hol dich raus. Nein, das war uns gar nicht die Rede. Das ist ja, ich weiß ja. Ich liebe euch über alles. Seht das euren Freunde, die sollen. Passt doch für euch auf. Bismillah und rein damit! Alter, kalt, Bruder, komm mich raus! Hol mich raus! Du musst einfach untertauchen, Bruder. Einfach tauchen, ja. Bruder, ich hab nichts zum Training hier. Bruder, zieh doch! Helf mal mit, Mann! Zieh mich raus, Mann! Hier ist was drin, Alter! Zieh mich raus! Was ist los mit euch? Komm mal! Ihr habt's geschafft, Alter! Alle Abo Delfin? Ja, Mann. So weiß ich. Sei ein Macher, kein Kacker. Check seinen YouTube-Channel ab, Kalkan45. Da werden demnächst auch wilde Vlogs kommen. Wo sind deine Schlappen eigentlich? Bruder, ich hab das geopfert, ja. Bruder, wo sind deine Schlappen? Ich hab das da reingeopfert, Bruder. Die sind weg. Die sind weg. Die einen nennen's Opfern, die anderen nennen's Umweltverschmutzung. So, wir sind jetzt umgestiegen hier beim Tristan, nicht vom Bootwall. Da haben wir gleich hier einen riesigen Wall im Meer. Wir sind jetzt umgestiegen hier bei Heinz auf dem Boot. Und wir werden jetzt erstmal schauen, wie gnädig Gott mit uns ist und was wir aus dem Meer rausziehen können. Immer drei Stück sternförmig und dann steht lang drauf runter ein Leitnetz. Da schwimmen die Fische gegen, kommen da nicht durch, schwimmen entweder nach da oder nach da oder wieder zurück, egal. Und dann schwimmen sie in die Häuser rein. Eine Makrele. Alles drin. Oh, alles drin. Ein Dicker drüber, ne? Ja. Der wird jetzt rausgezogen, aber ich kann ein Fischchen. Ich schmeiß mal wieder ins Wasser rein. Zack. Der hat ungefähr 600 Gramm. Aber da muss der Bizeps ja richtig arbeiten. Aber. Mein Armbrot! Ja, Mann. No risk, no fun, ne? Hab ich dir doch gesagt, ja. Oder? Wallah, Alhamdulillah, Gott hat uns beschenkt mit einem schönen dicken Sander. Da ziehen wir den jetzt raus. Boah. Das ist unser Abendessen, Leute. Mashallah, Alhamdulillah. Ja, da Mann. Ist er. Ja, Mann, das ist unser Abendessen, Leute. Der springt bestimmt hier gleich richtig rum, ne? Ja, der springt hier rum. Was denkst du, wie Kilo? Zwei, ne? Ja, zwei ungefähr. Zwei, ne? Ja. So, Friends, Gott hat das wirklich gut mit uns gemeint. Wir haben einen dicken Fang gemacht. Es waren Aale, Forelle und einen dicken Sander dabei. Wir fahren jetzt zu Heinz im Betrieb, schauen uns seine Räucherei an, wie der Aal und die Forelle geräuchert wird. Und den Sander, den nehmen wir uns auch für heute Abend. Alle Aale, die wir hier bei uns in Europa fangen, werden geboren in der Sargassosee, im mexikanischen Golf. Oh. Alle. Und dann wächst er hier im Starnemeer auf. Im Rauch ungefähr, bis er so groß ist, ungefähr 10 bis 12 Jahre. Ich dachte, das wäre wirklich so ein deutsches Tier, weißt du, was hier im See so wirklich aufwächst. Wie gesagt, wir setzen im Starnemeer seit 50, 60 Jahren diese kleinen Glasaale aus. Mhm. Es kann kein Aal mehr auf natürlichen Weg aufsteigen oder nur noch weniger aufsteigen, weil die ganzen Flüsse und Seen zugebaut sind. Nachhaltigkeit. Wir müssen für Standard was tun. Das heißt also, wir können nicht nur fangen, verkaufen. Wir müssen das. Tut auch was dafür, genau. Dass hier dieser Aal erhalten. Nur genau. Aal oder auch andere Fische? Andere Fische auch. Standard Meer ist auch Hege und Pflege. Also nicht nur fangen und verkaufen. Wie ein Diamant. Ja, mehr. Besser mehr. Wie ein Diamant. Ja. Ja, das ist Natur. Und wenn die Natur kaputt ist, dann wissen wir alle, dann geht gar nichts mehr. Absolut, sehr stark. Ne? So, Sharo hat euch einen dicken Fang mitgebracht. Alle sind jetzt sicher untergebracht. Was ist der nächste Step? Jetzt geht's ans Räuchern. Ans Räuchern? Aufstecken und Feuer machen. Ach, danke, jetzt machen wir Feuer, Leute. Lachsartiger Fisch, ne? Ja. Und das kannst du erkennen, bei jedem lachsartigen Fisch gibt es allerdings alles, was Salmonin-lachsartiger Fisch ist. Diese kleine Flosse. Ah, okay. Das ist die sogenannte Fettflosse. Hier. Mhm. Die haben nur lachsartige Fische.
Und die ist jetzt für dich, damit du nachher auch was probieren kannst. Na dann. So, wir haben jetzt die Forelle, die wir gerade geräuchert haben, hier auf dem Tisch serviert bekommen. Und der Heinz zeigt uns jetzt mal, wie man so eine Räucherforelle auseinanderlegt. Da fangen wir mal an, ne? Ja. So, Afterflosse, Rückenflosse raus. Haut ein bisschen einschneiden. Zack. Maschallah. Da ist der Fisch die Mittellinie, sagt man. Ja, sehe ich. Von da isst man den Fisch immer von oben nach unten weg. Die schneidet man einfach ein. Zack. Müssen wir lang und rein damit. Also, wenn ihr das jetzt probieren könntet. Hauchzart, ne? Hauchzart, wirklich. Ja. Vielen, vielen lieben Dank für deine Gastfreundschaft. Ehrlich, sehr offener, cooler Typ, richtiger Atze. Ich danke dir dafür. Und ihr Leute, wenn ihr wirklich hier in Steinhude seid, kommt auf jeden Fall hier am Steinhuder Meer vorbei, bei Schwers Fischräucherei. Ja. Ja. Es war ein schöner Tag mit dir. Ich habe dazu was gelernt und ich hoffe, meine Community auch. Und wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Selbst die können mich fragen, wenn sie mich sehen, wenn sie hier sind. Ihr könnt auch gut auf Instagram schreiben. Jeglicher Zeit. Wenn irgendeiner von uns da ist, immer fragen. Immer was wissen wollen, immer fragen, immer fragen, immer fragen. Und hier ist wirklich eine Top-Location. Sehr schönes Restaurant mit schönem Blick aufs Meer. Also der Fisch kommt wirklich aus dem Wasser, 3 Minuten ins Kühlhaus und direkt wieder dann bei dir auf den Teller. Besser und frischer geht's gar nicht. So, wir kommen jetzt gerade genau vom Fischen und wir sind hier in der Küche vom Porto Lago. Ich habe hier die beiden Shababs, einmal Max und den sportlichen Niklas, unter dem gleichen Namen findet ihr den auch bei Instagram. Die beiden Jungs, ihr habt in Sterne-Gastro-Küchen gearbeitet. Wir haben einiges gesehen. Genau. Ja. Einiges gesehen, einiges erlebt. Mitgenommen und das hauen wir euch hier auf den Teller. Okay, wunderbar. Und da sieht man, dass das Moderne hier treffen wird. Die Karte liest sich wirklich hervorragend. Wir haben da vorne das Restaurant. Man kann im Restaurant und draußen an der Terrasse à la carte essen. Und was ich mega stark finde, das ist mega nice, es gibt hier so tolle Gläschen, die werden hier am Kiosk verkauft. Die sehen wirklich mehr als brutal aus. Da ist einmal Hummus mit Karotte, ja, da bringt ihr eure Note mit da rein. Und nochmal so Ziegenkäse trifft auf Couscous. Und das solltet ihr unbedingt mal abchecken, wenn ihr hier in der Umgebung seid. Die Jungs, die bereiten jetzt den Zander vor. Ja, den wir vorhin nochmal geangelt haben und nochmal vielleicht ein, zwei pfiffige Beilagen, ja? Machen wir euch. Ich bin da wert. Wir lassen uns das jetzt einmal richtig gut gehen. Wir haben hier einmal Risotto mit frittierten Kapern, Salat und dem Fisch, den wir heute Morgen gefangen haben. Und gleich kommen noch mal ein paar Beilagen dazu. Traumhaft. Gucken wir mal, was der Schau hier aus dem Meer geholt hat, ne? Vorhin bei dem Unterhalten mit den Köchen, mega stark, ehrlich. Die achten wirklich da drauf und das finde ich auch stark vom Betreiber. Der lässt den, der hat den wirklich den Freiraum gelassen. Die holen wirklich hauptsächlich Produkte hier aus der Region. Alles wird hier frisch zubereitet. Sogar das Hummus.
ist nicht aus der Dose, sogar die Erbsen, das war wirklich die Erbse an sich getrocknet. Mega stark, feiere ich sehr, sehr gut. Die achten auf Nachhaltigkeit, schmeckt bombastisch. Ist mal was ganz, ganz anderes, wie was wir alle so kennen. Döner, Pizza und. Mega geile Fusion-Küche. Jetzt warten wir noch auf den zweiten Gang und lassen uns das schmecken. Schmecken dir die Kroketten? Die waren traumhaft. Die sind komplett self-made. Ich schwöre dir, die haben mich irgendwie leicht an Künefe erinnert. Künefe? Ja, Mann. Die waren richtig schön knusprig und von innen cremig, Mann. Mm. Und auch an sich so, diese ganzen Beilagen, diese Tafel, wenn das gedeckt ist, ich liebe das. Guten Appetit, Bruder. Lass dich schmecken, Habibi. Es ist wirklich eine traumhafte Insel. Hier am Steinhuder Meer, die gehört den Alexander zu Schaumburg-Lippe, habe ich mir sagen lassen. Also wer ist das denn? Irgendein Fürst, ne? Irgendein Fürst, irgendein König auf jeden Fall. Grüß dich, Alex, auf jeden Fall. Und hier gibt es 6 sehr, 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 sehr gemütliche Hotelzimmer. Man kann hier einen smarten Urlaub machen, eine geile Gastro. Und hier werden demnächst noch coole Events stattfinden. Ja. Aber ich würde vorschlagen, wir zeigen erstmal 1 von den 6 Zimmern. Und hier hinter mir seht ihr die Burg von dem lieben Alex. Richtig schön mit Kanonen, immer feuerbereit, der Atze. Und da werden wir gleich nochmal auf jeden Fall nochmal einen kleinen Einblick reinwerfen. Hoch bis auf den Turm. Ja. Kriegen wir hin, ne? Gucken wir uns mal den Turm da oben an. Das sieht sehr nice aus. Hier ist alles wirklich so auf Seemann, piratenmäßig angelehnt und angehaucht. Und ich finde das wirklich wunderschön. Und auch gemütlich. Vor allem dieser Dielenholzboden. Anders von so einem alten Piratenboot. Oder? Ja. Ja, sehr, sehr schick. Die Lampe, die Balken. Hat was. Und jetzt zeige ich euch das Badezimmer. Sehr gemütlich. Sehr erfrischend, das Badezimmer. So, die Tür klingelt. Das sind so die kleinen Details, die viel ausmachen. Ja. Ehrlich. Hier hat man Liebe ins Detail gesteckt. Hier hat man wirklich Liebe ins Detail gesteckt. Und ich finde das wunderbar. Guck mal, so die Lampen mit den Knoten, mit dem Tau. Sehr, sehr schön. Und der Ausblick aus dem Fenster ist traumhaft. So, wir gehen jetzt mal aufs Dach. So sieht das Ganze jetzt von hier oben aus. Und ich habe mir nochmal vom Betreiber sagen lassen, hier werden jetzt demnächst tolle Events stattfinden mit wunderbaren Gästen. Und wenn ihr eure Akkus aufladen wollt, hier habt ihr wirklich optimales Urlaubfeeling für einen smarten Kurztrip, einen smarten Urlaub, ist das hier wirklich ein wunderbarer Ort. Wenn ihr das Ganze genießen wollt, der Link findet ihr unten in der Infobox. Wir werden jetzt nochmal unsere Akkus aufladen. Wir werden jetzt nochmal chillen und den Tag genießen, denn die Reise geht morgen weiter. Hey George, ich habe einen Traum. Komm, lass mich schlafen. George, ich habe einen Traum. Wenn ich eines Tages hier rauskomme, ich werde die Pfanne schwenken. Ich werde die aber so schwenken, dass sich die Menschen dafür begeistern. Warum? Das Essen schmeckt doch sehr gut, ja.